28. Juni 1919. Vertreter des Deutschen Reichs unterzeichnen den Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Der Ort ist von den Siegern bewusst gewählt worden, das Schloss von Versailles. Warum hat dieser Ort eine so große symbolische Bedeutung? Das Schloss von Versailles hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Im 17. Jahrhundert erbaut, größer und prächtiger als alles zuvor, steht es für den Hof des Sonnenkönigs Ludwig des 14. Versailles wird zum eindrucksvollen Zentrum Frankreichs und Ausdruck absolutistischer Macht. Gut 100 Jahre später fegt die Französische Revolution die Monarchie hinweg. Das Schloss verwaist, wird später zum Museum. '71 ist Versailles Hauptquartier der deutschen Militärführung im Deutsch-Französischen Krieg. Die Deutschen machen das Schloss jetzt zu ihrem symbolträchtigen Ort. Im prunkvollen Spiegelsaal rufen sie nach dem Sieg über Frankreich das Deutsche Kaiserreich aus. Es gab Überlegungen, nach Berlin zu gehen und die Gründung dort zu vollziehen. Aber nun waren eben, wie man damals so schön sagte, alle deutsche Stämme dort vor Ort versammelt, die so schwierig gewesen war, zusammenzubekommen zum gemeinsamen Krieg gegen das aggressive Frankreich. Und jetzt hatten sie die Idee gehabt, jetzt sind wir schon mal alle hier in einer Siegesposition im berühmten Schloss von Versailles. Dann machen wir es hier. Als symbolische Aktion aller deutschen Staaten und Fürsten, die hier versammelt sind, war wahrscheinlich eine sehr schlechte, gute Idee.